Dr. Hans-Peter Uhl für die CDU-CSU das Wort. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Staaten wie Mali, Mauretanien, Tschad, Niger, Burkina Faso stellen für uns alle eine ganz besondere Herausforderung dar. Heute diskutieren wir unser Bemühen um eine Militärmission in Mali und möchte an dem anknüpfen, was der Kollege Kiesewetter gesagt hat. Es geht nicht nur ums Militärische, Herr van Acken. Zunächst geht es natürlich darum, der Bevölkerung Lebenshilfe zu schaffen, ihre akute Not vor Übergriffen zu lindern, eine Bleibeperspektive auch zu ermöglichen. Das setzt logischerweise ein Hauch von Staatlichkeit voraus, um so etwas zu ermöglichen. Und ein Hauch von Staatlichkeit in einer Region mit historisch, kulturell, wirtschaftlich konkurrierenden Volksgruppen kann ja nur in dezentralen, föderalen Strukturen gelingen. Darum wird es gehen in der nächsten Zeit. Am Anfang muss aber die Beendigung bewaffneter Auseinandersetzungen stehen. Am Anfang müssen gewaltsame Übergriffe auf die Zivilbevölkerung verhindert werden. Und das geht eben auch nur mit Gewalt. Und ich bin deswegen dankbar für die klaren Worte von Ihnen, Herr Minister, in dem Sie das Grundsätzliche und die Ambivalenz unserer Entscheidung dargestellt haben, was es bedeutet, nichts zu tun und was es bedeutet, sich zu engagieren auf militärischem Gebiet. Für den ganzen nordafrikanischen Raum gilt es, islamistisch-terroristische Landnahmen zu verhindern. MINUSMA, die robuste Mission, haben wir beschlossen. Der Bundestag hat sich entschieden, dass Deutschland sich daran beteiligt. Aber dennoch ist es nach wie vor wichtig, auch der Bevölkerung die Sinnhaftigkeit dieses deutschen Engagements südlich der Sahara so weit weg von uns zu erläutern. Die Migrationsströme der vergangenen Monate, auch aus diesem Teil der Welt, nach Europa und insbesondere zu uns, nach Deutschland, haben es deutlich gemacht, dass es schon aus humanitären Gründen gerechtfertigt ist, Hilfe zu leisten, aber darüber hinaus ist es unser ureigenstes europäisches Interesse, zur Stabilisierung der afrikanischen Staaten einen Beitrag zu leisten. Gemeinsam muss es uns gelingen, für die Menschen in dieser Region Bleibeperspektiven zu schaffen. Und das beginnt nun einmal mit der Aufgabenstellung dieser Mission, um die es heute hier geht, nämlich mit dem Einsatz des Militärs und mit der Beratung und Unterstützung des Militärs durch uns. Aber auch ich möchte Wert darauf legen, dass darüber hinaus, wie Kollege Kiesewetter es ausgeführt hat, eine ganzheitliche Entwicklungsperspektive zu erarbeiten ist in all diesen Staaten im Subsahara-Bereich. Dazu gehören ganz konkrete, realistische Lösungsansätze, die Hilfe für die Menschen bedeuten. Menschen, die wir zu Handwerkern ausgebildet haben. Menschen, die in Gewerbeparks Arbeit finden. Menschen, die Bewässerungsanlagen erstellen und reparieren können. Solche Menschen schaffen eine Oase der Zukunft in einer konfliktanfälligen Region. Das ist unsere eigentliche Aufgabe, unser Ziel, dem wir uns verschrieben haben. Und dieses habe ich gerade erläutert. Ich hoffe, Sie haben zugehört, dass dies mit einem Bundeswehreinsatz beginnen muss, aber nicht das Endziel sein kann. Menschen sollen sich zutrauen, Lebensperspektiven in ihrer Heimat zu schaffen, statt ihr Leben und ihr Vermögen kriminellen Schlepperbanden anzuvertrauen. Das ist unser eigentliches Ziel. Wenn uns dieses gelingt, auch nur ansatzweise, vielen Menschen südlich der Sahara Lebensperspektiven zu schaffen, ist es möglicherweise auch nicht mehr nötig, nördlich der Sahara Auffangcamps zu bilden, in denen Rückkehrer aus Europa untergebracht werden können. Denn dann haben wir sie schon überzeugen können, in ihrer Heimat zu bleiben, statt durch die Sahara unter Einsatz ihres Lebens durchwandern zu müssen. Der heutige Beschluss
Die Fortsetzung der Militärmission heute in Mali soll also die Grundlage sein. Die Grundlage sein für sehr, sehr viel mehr. Das ist die Überlegung, um die es hier geht. Der intensive Ausbau der Entwicklungszusammenarbeit, die Schaffung von Bleibeperspektiven und damit die Verringerung von Fluchtgründen für die Menschen in dieser konfliktbeladenen Region, das ist unsere Aufgabe. Und deswegen bedanke ich mich auch bei den Grünen. Frau Brugger, Sie haben ja sehr differenziert argumentiert, im Gegensatz zu dem Vertreter der Linken. Der Geist, der stets verneint, mit dem sich auseinanderzusetzen, einfach keinen Sinn macht. Sinn ergibt sich. Damit